Liebe Geschwister, es ist immer schön, wenn man so richtig gut bekannte Lieder hört und sich dann irgendwann mal wieder mit dem Sinn der Worte beschäftigt. Ist mir so aufgefallen, den Wunsch teilen wir. Jesus, erfülle mein Herz mit Freuden. Aber wie stellen wir uns das vor? Da kommt jetzt der Herr Jesus mit einem Topf voller Freude und gießt aus und füllt unser Herz mit Freude. Wie soll er das machen? Wie macht er das? Wie kann der Herr Jesus unser Herz mit Freuden erfüllen? Er schenkt uns sein Wort und will unser Herz mit seinem Wort füllen. Und so gibt er uns Freude. Ich zitiere jetzt so auswendig, aber der Herr Jesus hat es mal seinen Jüngern gesagt: Ich sage euch etwas, damit meine Freude bei euch wohnt und eure Freude vollkommen wird. Und was hat er ihnen gesagt? Er hat ihnen gesagt: So wie mein Vater mich liebt, liebe ich euch. Eine wunderbare Zusage. Ich liebe euch, wie mein Vater mich liebt. Bleibet in meiner Liebe, wie ich in der Liebe meines Vaters bleibe. Haltet meine Gebote, wie ich die Gebote meines Vaters halte. Das sage ich euch. Ich liebe euch, bleibet in meiner Liebe, haltet meine Gebote. Dann wird meine Freude bei euch wohnen und eure Freude wird vollkommen sein. Wir glauben an die Liebe Jesu Christi. Gott liebt uns, wie der Vater ihn geliebt hat, als er auf Erde war. Das ist so vielsagend, damit kann man sehr viel anfangen. Wir bleiben in seiner Liebe. Was kommt, was auf uns herankommt, wie er in der Liebe des Vaters geblieben ist. Wir halten die Gebote, wie er die Gebote gehalten hat. Da kann man sich wirklich freuen, jeden Tag.